Hallöchen, liebe böse Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 18 von Dark Souls 2. Ich bin der Drake und ich nehme euch wie immer mit eine halbe Stunde lang durch die wunderbare Welt von Dranglake. Sängerinkleid, ja, das wollen wir bestimmt auch anziehen. Von einer weitgereizten Muse getragenes Kleid bietet quasi keine körperlichen Schutz, ist aber mit hoher Magieresistenz gesegnet. Diese entzückende Sängerinnen haben ihren Gesang von großen Totenpersönlichkeiten. Wir starten die halbe Stunde. Jo, wir haben im letzten Part den komischen Skorpion-Gedöns-Frau-Hybriden geschnetzelt, haben den nochmal ordentlich aufgelevelt. Sind jetzt bei den Türen des Pfarrers. Am ersten Bonfire. Er benutzt das Ultra-Großschwert. Ja, ich weiß nicht. Es ist sicherlich ganz stark und das wirft die Feinde ja auch gut zurück, anscheinend. Sofern das bei denen möglich ist. Ich weiß nicht, ob man hier jeden Feind zurückwerfen kann. Aber ne, ich würde sagen, wir bleiben erstmal noch bei unserem Dragon Lake, weil das ja auch schnell angreift und dadurch natürlich auch gut Schaden austeilt. Das ist ein anderer Raum, ja? Muss ich erstmal ein bisschen orientieren. Weiß ich doch, da ist noch irgendwas anderes mit bei. Oh, 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 Ausdauer. Zum Glück haben wir diesen guten Ring, der uns Ausdauer wieder gibt. Aber hat er uns erwischt, Alter. Du kleiner Bastard, ey. Wir waren gerade erst am Lagerfeuer und der erste Gegner hat schon wieder die Hälfte der Energy abgezogen. Leuchtfeuer, Entschuldigung. Ich nenne das irgendwie mal Lagerfeuer oder sehr oft zumindest. Ja, weil es halt auch ein Lagerfeuer ist. Wieso nennt man sowas Leuchtfeuer? Es ist total komisch. Was sehen wir hier? Ach, sieht schon geil aus. Ich weiß nicht. Aus der Nähe sieht das bestimmt wieder richtig scheiße aus, aber aus der Entfernung hat das was auf jeden Fall. Oh, hier. Na, warum nicht? Wir haben einen rein. Ganz offensichtlich. Und wir kommen uns entgegen und so ein Vollspacko. Den wir erstmal auch nicht anpieksen werden. Das haben wir jetzt aber nicht wegen einer großen Nitanit-Scherbe gemacht, oder? Ja, das ist doch lächerlich. Da sind ganz viele von diesen Wänden, okay. Girm-Axt, eine Fackel. Wir haben auch das Girm-Schwert gekriegt, ne? Nee, nur eine Girm-Rüstung. Irgendwie was haben wir von Girm bekommen, aber das brauchen wir nicht. Die wiegt das Doppelte. Hat einen guten Attributbonus auf Stärke, aber sonst ist sie ziemlich schlecht. Wir haben tatsächlich noch einen. Benutzen, scheiß drauf. Wieder so ein Vogel. Du musst erstmal wieder aufsammeln, deine Kette, oder? Der hat nicht mal was verloren, ey. Das ist ja irgendwie ziemlich dreist. Die Dinger liegen, liegen ja nicht überall rum oder wachsen an Bäumen, ey. Jetzt haben wir natürlich auch keine mehr. Zwei Stück und eigentlich völlig verschwendet. Eine Scheiße. Und hinter irgendeinem Tor sicherlich dann aber auch was Gutes. Und hinter welchem ist halt die Frage. Und das war's ja anscheinend auch. Oder? Da in der Mitte ist noch was. Wo kommen wir eigentlich, sag mal? Nicht von hier. Kommt irgendwas angepetzt. Ich hab doch... Oh, wir haben kein Schild in der Hand. Sagt mir das einer, ich drück die ganze Zeit... Und tot.
vergiftet. Wieso hatte ich denn auf einmal kein Schild mehr in der Hand? Kann man es mal einer erklären? Ich habe doch das Steuerkreuz gar nicht berührt. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt scheiße gerade. Wieso hatte ich denn kein Schild in der Hand? Ich wundere mich schon, was macht der denn da? Wieso blockt der nicht? Ein Scheiß, ganz ehrlich, ey. Konnten wir natürlich deshalb auch gerade vergiftet werden. Oh, da haut nochmal nach. Oh, 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 oh. Ah, wir können uns so langsam bewegen hier im Scheißwasser. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht den Tod riskieren. Oh, wir haben es verloren. So eine helle Bade. Schauen wir doch mal nach der. Da. Nee. Ach, hier ist sogar ein Tor. Das hätten wir vielleicht mit zwei öffnen können. Shit. Hätte ich die mal da reingesteckt, wäre sicherlich besser gewesen. Oh, es kommt her hier, Alter. Nochmal schafft er das nicht. Sehr verwirrendes Gebiet, finde ich, bisher. Noch so ein Teil. Alter. Ja, wenn die im MG Plus offen bleiben, ja, sagen wir mal wirklich MG Plus, man findet zwar immer wieder an den gleichen Stellen nochmal welche, aber die Teile bleiben auf. Dann ist das ja nicht so schlimm. Das sag ich jetzt einfach mal. Dann kann man zumindest damit leben. Verzerrte Barrikade. Aber... was ist das? Oh, da kann man bestimmt sein Feuer anzünden. Ey, du bist doch so ein Arsch, Alter. Ist jetzt fertig, ja? Darf ich jetzt? Bitte. Oh, die verlieren immer was, das ist ganz geil. Die ganze komplette Rüstung kriegt man von dem. Oh, ich habe so das Gefühl, wir werden gleich runtergestoßen. Falle, Truhe voraus. Was hat er denn da für ein Schwachsinn? Gabi Backstone lassen. Ein Knopf, den wir nicht drücken können. Aber reinschlagen. Tilbrocken und versteinerte Drachenknochen. Okay. Was war von diesen Dingern? Später ein Universalteil, was man da überall reinstecken kann, oder was? Schlüssel voraus. Ja, da haben wir so ein Pharos-Ding. Aber ein einziger für 5 Millionen mögliche Stellen hier. Da sind schon wieder 2, 3, alles voll damit.
noch ein Leuchtfeuer. Und eine Tür. Interessant, interessant. Das lassen wir mal noch. Sonst müssen wir nämlich wieder alle Gegner besiegen, alle. Ich habe ja dann vor, noch wieder zurückzugehen. Den backstabben wir auch. Oder auch nicht. Macht aber nichts. Hauptsache, wir haben den ersten Schlag. Jetzt haben wir auch seinen Helm. Oh, er ist versteinert. Sinnlos. Ja, das ist immer das, mein hilfreicher Hinweis. Das sieht so aus, als würden da wie Pfeile rauskommen oder so, wenn wir hier rübergehen. Fein voraus, ist mir gar nicht aufgefallen. Die sind schon sehr leicht. Alter irdischer Stein. Das ist, glaube ich, zum Verzaubern der Waffen. Falle voraus. Wo denn? Ja, damit hätten wir das hier oben. Da hinten war dann das Lagerfeuer mit dem Nebeltor. Ich sag, wir gehen jetzt mal woanders hin. Uns den Rest hier anschauen. Ist das tief? Da kann das extra rumzulaufen. Komm schon. Ah, das macht nichts. Das macht nichts. Da hinten ist gerade was runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Und was in der Mitte wollte ich mir auch nochmal anschauen. Scheint aber nichts Berauschendes zu sein. Okay. Ja, und die wollte ich auch nochmal töten. Von hier kommen wir. Können wir nicht. Das ist alles, was du kannst. Koste mal davon, Alter. Wo kommen wir denn? Hier. Ah, muss ich den Vogel ja auch wieder besiegen, ey. Und der andere Spacken kommt auch noch. Ach, warum auch nicht? Daneben. Komm, gib Gummi, Alter. So. Ha. Nochmal die helle Bade, haben wir schon. Haben wir sie schon doppelt. Ah, das ist eine Truhe. Der lebt noch. Zack, aufgespießt. Ja. Drachenamulett. Ah, cool, cool. Was ist das?
Boxen, aber ich die jetzt erstmal finden. Schaut mal, wie viele Bossseelen wir bitte haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir die Sünderin. Die sieht ja richtig krass aus, die Sünderin-Seele. Heftiger Scheiß. Drachenamulett. Da. Heilt Gift und stellt viele TP wieder her. So. Also die verbesserte Version des Klosteramuletts haben wir aber jeweils nur einmal. Also ein ziemlich sinnloses Item, wenn es das nur einmal gibt und ziemlich lächerliche Dinge vollführt. Vorsicht, schwere Nöter. Ein Lebensstein. Distanzkampf. Blocken voraus. Oh. Das heißt keine Waffe mehr, das ist schon ein bisschen scheiße, Junge. Nein! Wie soll man den denn bekommen? Das ist meines Lebens müde. Zack, zack. Zack, leider sterben wieder von mir. Schwäche Pyromantie, wer bekämpft wieder mit Pyro? Dreimal draufschlagen, ist er weg, der vom Fenster. Hier, zack, zack, zack. Noch einen irdischen Stein bekommen, einen alten sogar. Weiß gar nicht, ob es Junge gibt. Vorsicht, Feuer. Ah, das hört sich nicht so toll an. Eine enge Treppe, ey. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind draußen. Oder? Nee, doch nicht. Was ist das hier so hell? Das wirkt voll unlogisch. Hier ist nicht eine Lichtquelle, aber es ist hier sau hell drin. Warum? Sieht auch ziemlich hässlich aus, muss ich ehrlich gestehen, so. Das Spiel sollte ja mal, ich weiß nicht, ob ich es wisst oder ob ich es schon mal erwähnt habe, total düster werden. Deshalb sollte die Fackel ja so ein super wichtiges Element werden. Deshalb stehen auch überall diese Krüge rum, die man entfachen kann, damit es dann mehr hell wird. Allerdings war das wohl den Testern oder wem auch immer dann doch zu dunkel, weil man dann wirklich fast dauerhaft mit der Fackel rumlaufen sollte. Naja, und dann haben sie das Spiel natürlich jetzt aufgehellt. Und dadurch sieht man natürlich die nicht mehr so schönen Texturen, die vorher durch Dunkelheit verdeckt waren, mehr oder minder. Natürlich, die ganze Zeit mit einer Fackel rumlaufen und nicht blocken können, ist natürlich schon scheiße. Allerdings heißt das Spiel nun mal Dark Souls. Also, dass es hier ein bisschen dunkel sein könnte, wie gehe ich denn aus? Also, zumindest dunkler, weil das ist schon sehr hell. Und wir sind einfach mal ein neues Gebiet gegangen, anstatt dann das Lagerfeuer. Was ist das denn für ein Gebäude? Mal so mitten im Berg. Bisschen Leuchtfeuer, das sind wir natürlich.
Jetzt ist jemand. Stell dich mal was. Das ist ein Farmer oder was soll das darstellen? Und der hat eine Dunkelwaffe. Ja, auch. Was zackst du denn da im Rasen rum oder was ist das? Das ist nicht so nahrhaft, du. Groß wieder die Scherbe. Noch eine Seele, noch eine Seele, noch eine Seele. Aber wenn man eine große die nimmt, Scherbe. Das Ding können wir einschlagen. Blutungspfeil, okay. Sieht schon cool aus, ne? Also auch wenn man dagegen schlägt, dass es ein bisschen zurückfliegt, so warz, als hätten wir richtig den fetten Schlag drauf. Und kommt runter. Besser ist das für dich, du. Besser ist das für dich. Ach, hier ist noch so ein komisches Ferkel, Dingskirchen und so ein Tier. Bug. Das. Oh, da kommen wir per Leiter rein, okay. Da ist eine Truhe, haben wir irgendwie so ansatzweise gesehen. Und jetzt wieder die Scherbe. Ja, und hier waren wir schon. Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir, wir waren überall. So, jetzt können wir uns entscheiden, gehen wir da runter oder gehen wir hier noch gucken. Hier hoch. Ach, da ist ja gar nichts, anscheinend. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. Könnte sicherlich von hier in den Brunnen springen, oder was war das da für eine Information am Anfang? Hier kann hier und dann springen. Ja. Na, wir nehmen mal erst das. Dann sind wir hier. Menschenbild. 5 Stück. 5 Menschlichkeit. Heftige Scheiße. So wenig ist hier gar nicht. Ich höre ständig, oh, ist doch voll wertvoll, wieso und so, wenn ich mir mal so ein anderes Let's Play angucke. Von dem ich schon mal erzählt habe. Die sind ja noch nicht so weit wie ich. Oder wie wir. Deshalb gucke ich mir das an. Sonst würde ich mir das nämlich nicht angucken, wollte ich gerade sagen, um mich zu spoilern. Nein, ich schaue mir nur Sachen an, die ich schon erledigt habe. Nach 4 Stunden haben sie dann endlich den ersten Boss gelegt. Das wäre bei mir Part 8. Alter. Und die haben Dark Souls und Demon's Souls und was nicht alles schon durchgespielt. Und dann trotzdem so schlecht. Das ist sehr unterhaltsam. Und der Stein ist da wieder. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Und er stirbt dabei, das verstehe ich auch nicht. Wieso stirbt er dabei?
So, ich pixel das Ding mal an. Na, oh, schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er dann nach rechts rollt. Das ist jetzt doof, ne? Weil wir komplett die Zwergenmine, ich nenne sie mal so, ich weiß nicht, was das für Viecher sein sollten, weil für Zwerge sind die doch nicht so sehr groß, übersprungen haben. Aber da kommen wir sicherlich dann hier nach dann nochmal hin. Wir werden nicht vergessen, dass da noch was war. Gott, sind die schlecht. Fackel, Dankeschön. Brauchen wir ja auch so dringend. Haben sie ja so dunkel gemacht, das Spiel. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen dunkler ist. Dass die Fackel dann auch mehr zum Tragen kommt. Vielleicht, dass man sie nicht unbedingt in der Hand nehmen muss, sondern irgendwie, weiß ich auch nicht. Doch, man kann ja Schild und Fackel kann er ja gleichzeitig halten, eigentlich. Wenn man da seinen Arm bei den Schilden ja eigentlich durchsteckt und... Ja, egal. Es würde gehen, irgendwie. Wenn man wollen würde. Was macht der da für Sounds, wenn der mit der Fackel auf den Boden schlägt? Noch wieder Fackel. Ne, Bauernhut. Wow, geiles Ding. So. Eine Spinne drauf. Das gefällt mir so mal überhaupt gar nicht. Vorsicht, Feuer. Irgendwas, aber Vorsicht vor irgendwas. Ey, das ist so hilfreich wie benutze Klopapier, wenn du dein Geschäft erledigt hast. Natürlich ist da irgendwas. Aber was? Und das sieht mir hier nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Was ist das hier auf dem Boden? Knochen. Oder irgendwas. Das sind keine Knochen, das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung, ich erkenne es nicht. Rüstungsteile vielleicht. Oder Stein. Das sieht aus wie so ein Ameisenbau, oder? Könnte man auch Feuer anmachen. Können wir ja einfach mal machen. Vielleicht haben die auch wieder Angst davor. Das wäre ja ganz hilfreich. Sieht so aus, ne? Sie kommen nicht raus. Da sind Spinnen drin, ja. Außer wir öffnen sie, dann kommen sie natürlich aber mal angepetzt. Und habt ihr Angst vor Fackeln? Nee, schade. Ich hatte es gehofft. Oh mein Gott, es sind so viele. Eigentlich hätte ich sie erwischen müssen. Dann machen wir das also mit einer Stichattacke. Oh, ich hau immer genau dann zu, wenn die mich gerade angreifen. Kommt ja noch mehr? Ja, da vorne ist noch ein. Ich sehe dich, Alter. Komm raus da. Schwere Bolzen, ja, super cool. Bist du auf? Jo, die geht er auf. Oh. Hat die auch diesen komischen Sound? Na, wir müssen ja eh durch, wir müssen ja was machen. Oh, geil.
Boah, Alter. Erstmal ein Estos einschmeißen, komm. Halbe Stunde so. Der möchte jetzt treffen. Scheiße, das war dumm. Fickt euch. Tod, das sind zu viele für mich. Für uns, wie auch immer. Shit, wo ist denn das Handy? Ach, hat schon von alleine aufgehört. Naja, aber der Part ist ja rum. Dann das nächste Mal werde ich mir da Hilfe holen. Ja, es sind aber zu viele. Das sind zu viele. Und wir sind so schlecht gegen Magie geschützt. Na gut, macht nichts, alles halb so wild, wenn man einen Gegner das erste Mal trifft. Oder Zwischengegner, wie man das jetzt hier bezeichnen könnte. Es ist keine Schande, in Dark Souls zu sterben. Umso besser eigentlich, wenn man... Also... Umso geiler, wenn man ihn natürlich das gleich beim ersten Versuch besiegt. Haben wir aber auch schon geschafft, das darf man nicht vergessen. Und das ist schon mal was. Das ist eigentlich bisher am meisten passiert, dass eher Gegner schon beim ersten Versuch gestorben sind, als jetzt beim zweiten oder dritten. Also, ne? Alles hält sich hier noch sehr gut im Rahmen, finde ich. Also bisher läuft das alles wirklich tadellos. Dafür, dass es Dark Souls ist, das darf man ja nicht vergessen. Wir spielen ja hier kein... Super Mario Bros. Oder so. Obwohl es dann natürlich auch Level gibt, wo man 50 Mal stirbt und am Verfluchen ist. Naja, hat es euch gefallen? Falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr unseren Schlüssel wollt, dann empfiehlt uns doch einfach euren Freunden, Kollegen oder allen möglichen anderen Leuten, die meinen, das könnt ihr denen auch gefallen. Falls ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert diesen Channel und solltet ihr auf Facebook, Twitter, Twitch und diversen Websites unterwegs sein, dann schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr diese Links zu diesen Sachen. Jo. Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, es hat mir Spaß gemacht und es war mir eine Freude, für euch ein Video gemacht zu haben. Ja, ich muss kurz überlegen, weil ich Blödsinn erzählen wollte und dann irgendwie habe ich es noch gerettet. Und durch die Erklärung mache ich es dann nur wieder kaputt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen und angenehmen Tag und eine erholsame Nacht. Haut rein. Tschüss. Skorpionenseele. Okay. Kann man also nur einmal das Bäumchen unterschlagen lässt. Ja, geschafft. Alleine. Yeah, auch wenn ich extrem viele Heilmittel verschwendet habe. Alter, Anspannung pur gewesen.